Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, kleinen, eher ungewöhnlicheren Let's Play. Ja, ich spiele hier mal einen Super Mario 64 Egg. Ja, aber er ist keineswegs blind oder so. Er ist eigentlich nur viertel blind mäßig. Also keine Ahnung. Also ich hatte den Hack schon einmal durchgespielt. Ja, der Spielstand zählt hier nicht. Der ist unwichtig, aber ich hatte den Hack schon einmal durchgespielt. Zwar nicht alle Sterne oder sonst was, aber ich habe schon mal das Ende gesehen. Ja, das Ende war sehr interessant. Aber egal, ich dachte mir, ich let's play es einfach mal trotzdem. Warum eigentlich nicht? Das wäre mal was anderes. Und das erste, was wir machen, machen wir das als erstes? Ich weiß nicht. Als erstes reden wir mit Toads. Mit Toads reden ist immer gut. Denn jedes Spiel braucht eine Story und ohne Story kann ein Spiel nicht leben. Mario, oh mein Gott, wie, wo, wann, warum bist du hier? Es war so schön ruhig in den letzten 10 Jahren. Niemand will dich, Luigi hat deinen Job übernommen. Die meisten Böse haben Ruhe gegeben. Nach deinem Verschwinden kannst du dich nicht wie zu dem Pfeffer scheren, von dem du kamst. Nö, kann ich nicht. Zumal ich hier eh nicht wegkomme. Ja, ich muss mich teleportieren und teleportieren saugt an meinen Kräften. Das kann ich einfach nicht. Ja, und die Bob-Bombs hier sehen sehr interessant aus. Was ich noch dazu sagen möchte, die pinken Bob-Bomb-Buddies und die normalen Bob-Bombs sehen alle gleich aus. Wodurch sehr interessant ist, immer wieder den Kanonenaufmacher, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, zu finden. Ja. Da muss man mal drauf achten, auf die Bomben, die sich nicht bewegen. Ja. Einige Bäume sind schon sehr alt. Wir versuchen, diese mit den Kisten abzustützen. Ja, Kisten, die ich reinpacke. Wunderhübsch. Ja. Ich muss dazu sagen, dieser Hack, also beziehungsweise diese Level, die Level, die dort sind, die sind unglaublich cool gemacht, also richtig geil. Aber die Sterne, die, ja, die sind etwas sehr schwer. Und in der Readme-Beschreibung steht, dass sie leicht bis normal sind. Also es gibt tatsächlich leichte Sterne und normale Sterne, aber es gibt auch sau schwere, wie ich finde. Oder ich bin einfach nur noch nicht Pro genug, um überhaupt da mitreden zu können. Aber ja, wir reden ja einfach mal. Ja, das ist nicht der Kidama Takeover. Hier ist kein Warp. Kusch, kusch, weg mit dir. Ja, habe ich nicht gespielt, deswegen, lol. Okay. Na, machen wir die roten Münzen hier? Habe ich keine Lust zu. Mache ich irgendwann später. Ja, die roten Münzen sind übrigens orange. Ja, das ist cool. Denn orange ist das neue Rot. Und rot ist out. Orange ist in. Ja, Stern. Ersten Stern eingesammelt. Oh, doch nicht. Cool. So, und wir haben hier noch einen Tod. Hi there. Das ist Schloss Plaudia. Ich hoffe, du gehalt. Das werde ich nicht sagen. Du hättest das ja diesmal richtig sagen können. Ach, übrigens, dieser Hack ist von Brodio, falls ich es noch nicht erwähnt haben sollte. Ja, also, ich muss sagen, dieses Schloss hier ist unglaublich geil gemacht. Also, hat echt was. Gefällt mir sogar besser als das Originalschloss aus Super Mario 64. Was ich cool finde, ist, hier sind so ein paar Ausschnitte aus den älteren Hacks von Brodude. Finde ich eigentlich ziemlich cool gemacht, so ein paar Geschichten dazu. Ah, Dorscher Wiggler. Ich habe eigentlich kein Hack gespielt bis jetzt, also das ist der erste, den ich eigentlich komplett durchgespielt habe, also was heißt komplett, natürlich nur bis zum Ende. Dorscher Wiggler wurde befreit, um Mario von der Übernahme der Kidamas abzulenken. Ja, er wurde später mit der Macht der Regenbogensterne wieder gebannt. Oha. Richtig hart. Richtig hart. So, da können wir sicherlich noch nicht rein. Ein Schlüssel oder 5 Sterne mehr. Ich hole mal den Hausmeister kurz. Oder auch nicht. Hier haben wir auch noch ein Schild. Mit einem Bild darüber mit blauen Sternen. Und da steht sogar blauer Stern. Sehr originell betitelt hier. Diese Sterne leben in einem separaten Teil des Pilzkönigreichs. Damals heimlich gesteuert durch Brodio. Da haben wir ihn. Wollten sie Mario vernichten. Bowser hatte sich später noch mit eingemischt, weil er gerade nichts zu tun hat und dachte, meine Güte, Mario ärgern, das ist doch mal wieder cool. Yeah, runterfallen, runterfallen, komplett runterfallen. Oh, geil. Genau das ist das, was ich wollte. Und wieder runterfallen. Yeah, okay, ich sollte es lassen. Ich sollte es lassen. Ich wollte mal cool sein, aber naja, sowas sollte man in Zukunft wirklich lassen.
So, noch irgendwas, was man hier lesen kann? Irgendwo war doch noch ein Tod oder sowas ähnliches gewesen. Ja, also eher sowas ähnliches wie ein Tod. Ja, hallo. Ich hoffe, dir gefällt dieses Schloss. Man kann hier viele Augenblicke aus der Vergangenheit begutachten. Wir Toads mögen es, in die Bilder mit dem blauen Rahmen zu springen. Erzähl es aber nicht weiter. Okay. Ist gebombt, würde ich mal sagen. Okay, gehen wir mal in das erste Level hier. Nächtliche Wälder. Folge dem Weg. Ja, ein sehr einfacher Stern. Ja. Aber schauen wir es uns doch mal hier vom Spawn aus an, um einen kleinen Überblick von diesem Level zu erhalten. Der erste Eindruck ist schon mal echt genial, wie ich finde. Wie ich auch am Anfang dachte. Ja, und dieses Level ist auch noch okay. Die späteren werden mich dennoch zum Hass bringen. Zum Hassen machen. Ja, zum Hassen. Unlogisch, ich weiß. Aber so ist es nun mal. So, okay, hier kommen wir eigentlich nicht zu dem Weg wieder. Deswegen gehen wir mal hier hin. Und dort haben wir einen Swagging Wump. Ich wollte erst Wump sagen. Oder, nee, ist sogar Wump. Oh mein Gott, ich komme immer wieder durcheinander. Es ist furchtbar. So, und hier haben wir wieder Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. Das mag der liebe Bodio besonders in seinen Hex. Irgendwelche Feuerviecher einbauen. An den unfairsten Stellen, besonders hier ist es verdammt unfair, weil man einfach nur schwer dran vorbeikommt. Deswegen sammeln wir jetzt erstmal schleunigst diesen Stern und haben somit schon mal den ersten unterhalb von 8 Minuten. Das ist cool. Ja, folge dem Weg. Moment. 7 Minuten wahrscheinlich eher. Ja, okay. Ich bin jetzt ein wenig durcheinander gekommen. Ist ja auch egal. So. Wandsprungübungen Version 2. Warum auch immer Version 2, aber es hat schon seine Gründe. Jetzt muss ich das erstmal suchen. Ich muss suchen, wo das nochmal war. Puh, ich weiß nicht mehr. Wo zur Hölle war das mit diesen Wandsprüngen? Ach, Orientierung sind vor the Wind und so. Vielleicht gehe ich auch gerade mit dem völlig falschen Weg. Aber ich gehe hier einfach mal hin. Boah, das war echt knapp. Okay, und ich bin hier schon mal falsch, oder? Ja, dann ist nur so ein lappiger Höhleneingang, der eh keinen interessiert. Der, glaube ich... Wow, okay. Der Cooper ist sehr aggressiv. Man sollte ihn meinen. Boah, heute habe ich Glück mit diesem Stern. Ich den so gut entkommen kann. Beziehungsweise den Shakyas. Blaue Shakya-Sterne. Hier. Sammelt sie ein und ihr werdet übermächtig. Hier. Dann werden wir mal doch hier lang gehen. So, da oben war meines Erachtens nichts gewesen. So, oh Gott. Ob hier was ist, ich weiß es nicht. Ich habe doch keine Ahnung. Hm. Auf jeden Fall viele große Gumbas. Da hinten ist auch noch ein Stern, aber den will ich noch nicht. Vielleicht müssen wir auch da hinten hin. Wir werden's. Oh nein, ich springe lieber hier runter. Okay, das hat nichts gebracht. Toll. Gut. Ich finde es übrigens sehr traurig, dass man hier auf diese Startinsel nicht einfach so hochkommt. Das macht mich sehr traurig. Ja. So, jetzt sind wir hier. Also man kommt hier normalerweise mit dieser Brücke rüber. Ja, nur mal so am Rande erwähnt. So, okay, war das... Was hier sogar mit den Wandsprüngen? Ich habe keine Ahnung, mein Gott. Ja, gut, dann gehen wir einfach mal hier. Gehen wir einfach mal hier rüber. So, mal gucken, ob ich es schaffe. Okay, ich schaffe es nicht. Cool. Natürlich kann man es auch besser machen. Beziehungsweise man kann auch ein Sub in einem Baum begutachten. Man kann natürlich auch es sich leichter machen. So, so und so und yeah, geil. Okay, bessere Taktik anwenden. Ich glaube, da oben ist eh nur eine rote Münze, oder? Ja. Eine rote Münze. Cool. Das ist echt cool. Gibt's denn hier nichts noch zusätzlich irgendwas? Ich habe keine Ahnung mehr, wo dieses Wandsprung-Gedönsteil ist. Jetzt sind wir, glaube ich, dann wieder auf der anderen Seite, wo wir ursprünglich waren. Oh Gott.
Ja, einen Stern eingesammelt, nur weil ich es in der richtigen Reihenfolge machen will. Heiliger Himmel. Naja. Mir ist nie aufgefallen, dass die Wumms eine Sonnenbrille tragen. Das sieht echt cool aus. Meine Güte, der Kollege hat echt Swag. Oh, da haben wir es ja. Cool. Ich muss mich echt vor ihm verneigen. So viel Swag, das hält. Ja. Cool. Das hält, das halte ich nicht aus. Also, da falle ich gleich wieder runter. So, mal gucken, ob ich es jetzt so schaffe. Ja, und ich falle gleich wieder runter, oder? Nein, gut. Finde ich übrigens sehr cool, dass du hier den Vorsprung ein bisschen weiter ausgebaut hast hier, Bowdude, und nicht so schmal hast. Finde ich sehr gut, weil sonst wäre ich jetzt so runtergefallen. Und wir haben hier einen Catbomb. Ah ja, habe mich schon immer gefragt, wie die aussehen. Aber okay, wie die heißen. Wie die aussehen, sehe ich ja hier. Mit dem coolen, schwebenden Hut über ihnen. Yeah. Frag mich, ob ich ein Baum bin. Mario. Achso, Mario. Hä? Catbomb. Frag mich, ob ich ein Baum bin. Hey. Bist du ein Baum? Nope. Okay, das hätte ich jetzt cooler vorlesen können. Ja, hier kommt man noch zu einer roten Münze. Also keinen weiteren Sinn. Null Sinn wie immer. So. Dann mal wieder Feuer. Und wir haben einen Stern. Geil. Ihr habt zwei Sterne nach 10 Minuten ungefähr. Keine Ahnung. Ich kann es gerade nicht beurteilen. Ich schätze. Ich schätze einfach mal, weil ich ein cooler Schätzer bin. Und einfach mal super cool schätzen kann. Yeah. Der große Wasserfall. Ach ja, jetzt kommt die Mission. Das war die erste Mission, die ich hier gemacht hatte. Genau, hier müssen wir hin. Und diesen Stern werde ich jetzt in einem Rutsch schaffen. Das verspreche ich euch, Leute. Nicht. Yeah. Ich sag euch, ich verspreche hier nichts. Ach ja, einfach nur, weil ich cool sein wollte, gerate ich in falsche Kreise und werde am Ende drogenabhängig und was weiß ich nicht alles nicht. Gut, gut, gut. Ja, naja, das war auch ganz okay. Yeah. Cool, man sieht Marios Hintern. Echt nice. Nicht. Und explodiere. Cool. Sowas muss halt auch sein. Und wir haben drei Münzen. Mensch, das ist eine Bestleistung vom Feinsten. Und wir springen einfach mal nochmal rein. Weil wir es können. So, Geheimnisse des höchsten Betes. Ah ja, des höchsten Gebets. Yeah. Das höchste Gebet, Jungs und Mädels. So. Und die Gummas freuen sich. Und die Bobbums freuen sich. Einfach weil sie es können. So, komm mal her. Nein, nicht du. Geh fort. So, danke. Nein. Wieso? Gut, dann müssen wir es halt anders machen. Ich weiß gar nicht, ob es so geht. Auf jeden Fall traurig, wenn nicht. Das würde mich verdammt traurig machen. Puh. Okay, das ist toll. Oh mein Gott, guck mal, kriege ich da noch anders hin? Ich habe keine Ahnung. Egal, wir gehen einfach nochmal dahin. Denn wir sind motiviert. Yeah. Und schwimmen deshalb extra schnell. Nicht. So, bin ich jetzt auf der richtigen Seite? Nein, ich bin natürlich auf der falschen Seite. Wie cool ist das denn? Ja, warum haben sich alle Gegner eigentlich, bis auf die Wumms und Gumbas und was weiß ich nicht alles, in komische Katzen verwandelt? Warum? Warum wollten sie Katzen sein? Katzen sind nicht so cool wie... Keine Ahnung. Nein, das gibt's doch nicht. Ich weiß nicht, ob man das schaffen kann. Nicht, müssen wir eine andere Mission angehen? Nur wüsste ich gerade nicht welche. Wie viele Sterne haben wir jetzt? 4, 5 und 6? Ach du Heiliger. Keine Ahnung, was könnte man denn jetzt noch machen? Denn? Egal, wir versuchen es einfach nochmal. Nein! Warum hast du nicht reagiert? Oh Gott. Mario. Er verliert den Glauben daran, es noch schaffen zu können. Und verliert deshalb die Motivation. Es ist nicht mehr so gut. Das ist. Wir müssen schnell was dagegen unternehmen. Also versuchen wir es gleich nochmal. Oh Mann. Ich bedenke, dass es sonst mal beim ersten Mal
funktioniert hat. Geht doch, meine Güte, ist das denn so schwer? So, und jetzt kommen die wunderschönen Geheimnisse. Weh, du wirfst mich runter. Dann fange ich an, wieder zu hassen. So, jetzt müssen wir wieder Geheimnisse suchen. Das wird ein Spaß. Nein, ich will nichts töten. Denn, ich bin ein freundlicher Klempner. Ich töte meine Kunden nicht. Ja, sie sind meine Kunden. So, okay, hier ist schon wieder gar nichts. Ah, hier war was. Und hier war auch was. Und ich habe mich geportet. Cool. Ja, diese Dinger sind mir immer noch ein Rätsel. Warum sind die so? Okay, dann töten wir. Dann töten wir dich erstmal nicht. Irgendwo hier hinten war auch noch ein Geheimnis. Jo, okay. Das ging überraschenderweise schnell. So schnell ging es bei mir hier noch nicht. Das ist natürlich sehr interessant. So, erstmal Gumba töten, weil man das halt können muss. Und ja, ich kann das einfach nicht. So, okay, wir haben es jetzt. Das ist schön. Und ich glaube, jetzt kommen die roten Münzen, wenn ich mich nicht täusche. Oh Gott. Save and continue. Und rote Münzen zwischen Bäumen. Natürlich. Natürlich, natürlich, natürlich. Dann kommt mal her, Freunde. Ich brauche euer Geld. Ich muss reich werden. Was passiert eigentlich mit den 100 Münzen, wenn Mario die eingesammelt hat? Das verstehe ich bis heute nicht. Ich würde es mal echt interessieren. Wow. Das ist ein Mützchen. Total seltsame Aufgabe. Egal, dorthin erscheint der Münzstern dann. Super. Will ich da hinten gehen? Ja, da ist ein Bob-Omb, beziehungsweise ein Cat-Bomb. Cat-Omb? Bob? Cat-Bomb? Eine Katze. So. Eine glückliche Katze. Katzen sind nicht immer glücklich, deswegen muss ich das jetzt extra erwähnen. Nein! 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 Nein. Ach komm. Und schaffe ich es noch? Schaffe ich es noch? Schaffe ich es noch? Geschafft. Cool. So, das ist natürlich toll, so viele kleine Gegner. Das heißt, es dauert ewig, hier die Münzen zu sammeln, obwohl es hier eigentlich genug Münzen gibt. Also daran mangelt es echt nicht. Aber wenn man mal 1, 2, 15 Münzen verpasst, ist das alles kein Problem. Noch. So. So, gut. Noch erwischt. Das sogar Ziel. Also wirklich toll. Geil, was war das? Egal, auf jeden Fall super ausgewichen, super Zerstörungskraft angewendet. Mario kann einfach alles kaputt machen. So, ja, ursprünglich hatte ich ja gedacht, man muss das hier... Moment. Okay, gut, du bist von alleine gestorben, finde ich super. Ursprünglich hatte ich gedacht, man muss das hier so machen, also dass man so hochkommt, aber naja. Dies hat sich schnell als falsch erwiesen. So, aber okay, wir machen jetzt nochmal unsere Superkünste hier. Nein. So, und nochmal bitte. Hoch hinaus! Mario, du bist frei. Funktioniert das? Nein, es funktioniert natürlich nicht. Super, aber dann, dafür müssen wir dich erstmal töten, denn du bist verantwortlich für unser Versagen. Nein, nicht runter! Oh Gott, ey. Mal wieder diese Suizide, das ist nicht schön. Ah ja, da haben wir eine rote Münze noch. Stimmt ja, da war ja welche. Super. Nein. Nicht springen. Im Wasser springen ist gefährlich. Das lockt Piranhas an, die nicht existieren. Und wenn man sie denn anlocken würde, dann würde es heißen, dass sie doch existieren. Und das ist nicht gut. Auch wenn Piranhas... Oh Gott, nicht wieder, jetzt hab ich einen Baum. Auch wenn Piranhas eigentlich nur Kadaver fressen oder so. Irgendwie war doch mal sowas gewesen. Meines Erachtens. Naja. So, und? Na, puh. Das hätte klappen können, aber wir lassen uns die Motivation nicht nehmen. So, okay. Nochmal bitte. Oder auch nicht. Wir müssen nicht. Gibt es keinen leichteren Weg da hoch?
Offensichtlich nicht. Cool. So, also nochmal bitte. Warum hältst du dich nicht fest, Mario? Meine Güte, das kann doch nicht so schwer sein. So, also nochmal. Geht doch. Meine Güte, war es denn echt so schwer? So, dafür musst du jetzt allein. Nein, Münze, egal. Dann hole ich dich jetzt. Wo bist du? Ich höre sie. Ah, da. Oh, zu schnell. Nein, verdammt. Egal. Das ist nicht schlimm. Damit kann ich leben. So, erstmal dich. Oder auch nicht. Ich wollte es erstmal ein bisschen spannend werden lassen. Dann gucken wir uns erstmal hier um. Und sammeln diese eine Münze. Ach, es gibt zwei von euch hier. Interessant. Und ich wurde gepackt. Fast zu den nächsten hin. So, dann komm du mal her. Oder auch nicht. Geh Bahn. Oh, ich hab dich noch eingesammelt. Cool. Das ist echt schön. Doppelsprung. Nicht möglich. Nein, nicht schon wieder. Wieso kann ich einfach tot bleiben? Müssen die immer respawnen? Oh Gott. Komm sofort her. Münzen. Ich brauche euch. Ich hasse es, wenn die so weit verteilt sind. Ist echt nicht gut. Aber ich habe sie noch alle bekommen. So, dann kommst du mal jetzt hierher. So, ganz bequem. Nehme ich dich jetzt an den Kragen und schmeiß dich weg. So, dann hätten wir hier eigentlich alles eingesammelt. Gut, fehlen nur noch die Goombas hier. Nein, Münze, komm her. Ja, ich schaff das. Gut, rutsch mir mal ein bisschen. So. Und Weitsprung. Denn das muss hier schnell gehen, eigentlich nicht. Aber okay. So, Shy Guys respawnen irgendwie gar nicht. Die man am meisten braucht, um irgendwo hinzukommen. Super cool. Muss ich sagen. So, dann schwimmen wir mal kurz zu der Insel da hinten. Denn dort befindet sich auch noch eine kleine rote einsame Münze, die sich sehnt, eingesammelt zu werden. Und ich kann einfach keine Weitsprünge mehr machen. Warum? Warum geht das nicht? So. Ach nein, sie ist nicht alleine. Sie hat einen Catbomb. Na, komm her. So, ansonsten ist hier weiter nichts. Gut. Dann können wir da hinten hin. Dann haben wir auf der anderen Seite alles eingesammelt, meines Erachtens. Also, eigentlich nicht alles, aber vieles. Vieles, was relevant ist. So, weggeschmissen, wie Abfall. Mario ist echt ein brutaler Mensch, muss man einfach mal so sagen. So, du gehst auch mal weg. So, da hinten war... Achso, dieser komische Gang. Ich nenne es Gang. Ich weiß nicht wieso. Aber ich nenne es Gang. Und ich schwimme jetzt rüber. Ich springe nicht rüber. Nein, ich schwimme. Wenn man so etwas von mir erwartet. Und ich merke schon, ich muss den Part splitten, weil der viel zu lang wird. Nein, 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 nein. Oh, ich habe es noch eingesammelt. Cool. Dafür verpasse ich aber die andere Münze, glaube ich, gleich. Ja, sie ist weg. Boah, voll weggekickt. Ah, ich liebe diese Attacke. Sie ist einfach so wunderschön. So freundlich. War hier eigentlich noch eine rote Münze? Nein, natürlich nicht. Aber warum sollte sie auch da sein? So, dann möchte ich gerne noch hier die Münzen einsammeln. Okay, die eine können wir da lassen. Ich lasse einfach viel zu viele Münzen liegen. Aber gut, das soll mich nicht stören. Nein? Ja. So. Tot. Super. So, kommst du mal irgendwann wieder runter? Ich glaube, das war ein Nein. Oh, doch.
kommt runter. Oder? Nee. Lol. Wo zur Hölle soll der sein? Okay, er hat sich einfach aus dem Staub gemacht und das war ein Vierseiter halt. Aber ich habe eine Münze gesehen. Nein. Nein, was? Ich will dich doch nur packen. Nein. So, und komm. Ja. Dankeschön. Es kann auch gehen. Wenn man es nur will. So, dann haben wir hier auch alles. Und ich hoffe, wir erwischen den einen Cooper noch. Das wäre echt freundlich. Denn ich werde nicht gerne abserviert, müsst ihr wissen. So, und da hinten müsste eigentlich auch noch eine rote Münze gewesen sein. Aber erstmal gehen wir hier hinter und holen uns diese Box. Beziehungsweise den Inhalt. Was passiert eigentlich mit der Box an sich? Ich meine, die löst sich einfach in Luft auf. Aber ist das denn wirklich so? Und da dieser Goomba hat uns den 100. Stern gebracht. Okay, gerade noch so mit der Mützenspitze erwischt. Heißt es Mützenspitze? Ich weiß nicht. Du hast 100 Münzen gesammelt. Damit hast du einen Stern, den niemand mag. Zu speichern oder Eiscreme? The Ice Cream is a lie. Safe Ice. Och, ich hatte schon Eis, danke. Ich hatte schon Eis, genug Eis. Und ich habe sogar noch Eis im Kühlschrank. Yeah, also. Ich fall nicht auf deine billigen Tricks rein. Denn ich habe genug Eis. So, und genau da haben wir diese eine so verdächtige Münze. Geh weg. Ich mag dich nicht, Stalker. Ah. So. Dich will ich erst. Okay, das war cool. So wollte ich dich eigentlich nicht töten, aber na gut. Wozu sammle ich überhaupt noch diese Münzen? Ist irgendwie komisch. Ah, verdammt, ich muss nochmal zurück kurz. Ich muss nochmal zurück. Ich habe etwas vergessen. Ich habe etwas sehr Wichtiges vergessen. Etwas fast schon Wichtigeres als, Was kann wichtiger sein? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben wir hier noch eine rote Münze, die wir nicht eingesammelt haben. Orange Münze. Und die letzte wartet meines Erachtens oben auf dem Weg, wo wir eben schon waren. Ja, das dürfte eigentlich alles kein Problem sein. So, und den letzten Stern in dieser Welt können wir nicht machen, da wir keine Flugkörper haben. Ja, das ist wirklich bedauerlich, aber es ist nun mal so. Man kann es nicht ändern. Traurige Dinge müssen halt sein. So. Jetzt müsste hier hinten an diesem Vorsprung genau noch eine rote Münze sein. Und dann erscheint der Stern auf der anderen Seite des Universums und wir müssen da jetzt hin. Warum bin ich hier hingesprungen? Ach, egal. Es ist egal. So, Stern sammeln. Komm, das schaffen wir noch. In dieser einen Minute. Glaube ich. Ich weiß nicht. Kann sich nicht einschätzen. So, und Stern. Wunderbar. So, das gab schon mal fette 2 Leben. Und wie gesagt, den letzten Stern können wir erst wirklich machen, wenn wir die Flugkappe haben. Auch wenn ich noch nicht weiß, wo die sein soll. Wie gesagt, ich hatte den Hack schon durch, aber ja, die Flugkappe habe ich nicht gefunden. Ah, hier hat so einen schönen Kranz. Nein, 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 ja, so. Ah, wunderschöner Kranz. Im Kopf. Yeah. Erinnert mich ein bisschen an einen Löwen. Ich weiß nicht wieso. Aber es ist einfach so. Na gut, auf jeden Fall beende ich den Part. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Und ciao.